Herzlich willkommen zum Nighthacking.com Interview Event heute Abend hier an der Developer Week. Wir haben verschiedene Gäste eingeladen. Wir fangen hier zuerst an mit dem David Thomas und der Nina Hauer. Und wir werden uns etwas unterhalten so zum Thema UI, Mensch. Wir machen das auf Deutsch. Und für mich ist auch so die Frage so, wenn ich so UI höre, mich denkt mir immer, UI, so modernes Zeug. Wieso kann nicht jeder Mensch einfach mit der Kommandozeile leben? Was meint ihr so? Ja, ich denke, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass der Nutzer möglichst natürliche Eingabemöglichkeiten zur Verfügung hat, um einfach auch diese Nutzerfrustration ein bisschen zu senken. Ich meine, es gibt Leute, die können super gut mit der Kommandozeile umgehen, aber andere eben nicht. Und genau für die muss man auch wirklich Lösungen schaffen, die auf sie zugeschnitten sind und die sie gerne bedienen und auch gut bedienen können. Also sonst kommen wir nicht voran. Und umso natürlicher ein Interface ist, umso besser bedienbar. Genau. Darf ich die Frage auch beantworten? Ja, super. Klar, genau. Klar. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und es gibt da so ein ganz wichtiges Designgesetz, das nennt sich Recognition over Recall. Also das Wiedererkennen ist einfacher als das Erinnern, weil wir vergessen viele Sachen als Menschen. Und das erklärt so ein bisschen, warum diese Command-Line-Interfaces dann irgendwann eigentlich vom Markt gekommen sind und dieser Aufstieg in den 80ern mit den grafischen Benutzeroberflächen angefangen hatte, weil es für uns viel einfacher ist als Menschen, von der Psychologie her betrachtet, vom Gedächtnis und so weiter, wirklich mit einer grafischen Benutzeroberfläche zu interagieren. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt und heute sind die Nutzer Smartphones gewöhnt, Tablets gewöhnt, sie wollen einfache Produkte, sie wollen ein bisschen Spaß davon erleben und das gilt natürlich dann auch für die Industrie, Enterprise-Software, was man so im alltäglichen Arbeitsalltag auch nutzt. Was ist denn für dich so wichtig, wenn du jetzt ein UI designst? Was sind so wichtige Aspekte oder vom Vorgehen her? Was sind Dinge, die du sagst, das muss einfach irgendwie beachtet werden? Ja. Also ganz wichtig ist in erster Linie die Usability von dem Produkt. Also wie gut ist es bedienbar, wie zufrieden macht es die Nutzer, wie effektiv und effizient ist es. Es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, brauche ich jetzt 10 Bedienungsschritte, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen und meine Bestellung abzuschließen? Oder funktioniert das vielleicht in 3 Schritten? Umso schneller, umso besser ich Aufgaben lösen kann mit einer Software, umso besser. Genau. Genau, also wir sprechen da wirklich als Experten von Usability, Effizienz, Effektivität, wie schnell kann man mit dem Interface arbeiten, wie zielführend kann ich wirklich meine Aufgaben als Nutzer erledigen. Und für mich ist immer sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man über Benutzeroberflächen redet, dass man da nicht nur drüber redet, dass das bunte Bildchen sind und es geht um das Visuelle, sondern es geht um die Usability und viel wichtiger halt das Bedienkonzept, das Interaktionskonzept, dass man einen schlüssigen Ablauf hat in den Masken, einen einfachen Ablauf und natürlich auch nochmal dieses Recognition over Recall-Gesetz irgendwie versucht zu berücksichtigen. Und wenn das Konzept einmal passt, wenn man einfach seine Aufgaben erledigen kann, dann kommt halt dieser Anstrich, das visuelle Design dazu, dass man dann Dinge auch schön aussehen lässt. Und idealerweise unter der Haube sind die dann auch benutzbar und einfach. Wenn ich jetzt so das Thema Digitalisierung aufnehme, da gibt es ja auch ganz neue Möglichkeiten, wie wir irgendwie mit diesen Kisten und diesen Maschinen interagieren können. Könnt ihr uns da noch etwas erzählen? Ja, da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz spannende neue Konzepte. Wirklich zum Beispiel auch diese Sprachsteuerung, die wir jetzt gesehen haben, die ja zum Beispiel vom Amazon Echo eingeführt wird, um einfach möglichst natürliche Eingabemöglichkeiten zu finden. Das geht eben genau in diese Richtung, es soll natürlicher werden, wie ich eben auch so mit meiner Umgebung kommuniziere, so möchte ich jetzt auch in Zukunft mit Software umgehen. Wir machen zum Beispiel bei Shapefeed sehr viele Projekte im Industriekontext und da spielt die HoloLens aktuell eine große Rolle. Also es gibt viele große Konzerne, die da massiv investieren, Prototypen entwickeln, um dann eben nicht ein klassisches 2D-Interface irgendwo zu haben, sondern vielleicht wirklich der Fabrikarbeiter durch die Fabrik läuft mit der HoloLens auf dem Kopf und dann einfach ein tolles 2D-Interface oder ein tolles erklärendes Hologramm projiziert bekommt. Also das spielt eine große Rolle aktuell. Das macht natürlich nicht für jeden Use Case Sinn. Der Kontext spielt immer eine ganz, ganz große Rolle, aber man kann da gerade im Industrieumfeld das ein oder andere SCADA-System zum Beispiel ablösen und wirklich was schaffen. Und da gibt es auch andere Projekte, nicht nur die HoloLens. Dacry zum Beispiel, so ein Sicherheitshelm, ist auch so eine Datenbrille, wo
wo massiv geforscht wird, wo sie das dann quasi kombiniert haben mit so einem Sicherheitshelm. Das heißt, man kann sich dann auch mal den Kopf stoßen, ohne dass man stirbt. Und da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und dieses ganze klassische 2D-User-Interface-Design wird da aktuell eigentlich massiv erweitert. Und klar, Sprachinterfaces, bis hin irgendwann vielleicht wirklich die Interaktion mit irgendwelchen humanoiden Robotern, spielt eine große Rolle, definitiv. Also das kann man wahrnehmen, dass da einiges an Bewegung ist. Habt ihr auch schon irgendwie also etwas businessmäßig Anhaltspunkte quasi? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Firmen sagen, wenn ihr jetzt da hinkommt, ja, ein schönes UI, das ist nett, aber eigentlich hat es bis jetzt auch bei uns immer funktioniert. Wieso sollen wir jetzt so viel investieren in dieses Projekt und da, was weiß ich noch, an neuen Funktionen zufügen? Habt ihr da etwas Erfahrungszahlen? Quasi wie businessrelevant ist das Ganze? Also ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber ich kenne diesen Fall. Also oft, wenn wir uns, wir sind ja auch Dienstleister bei der Compliment AG, wenn wir dann zu Kunden kommen, heißt es auch immer, ja Mensch, unsere Anwender sind zum Beispiel unsere Angestellten, die müssen die Software ja bedienen, die werden ja dafür bezahlt, dass sie die Software bedienen. Es ist also egal, wie sie aussieht oder wie toll sie bedienbar ist, aber genau da steckt der Fehler. Denn gerade durch das frühe Einbeziehen von Usability oder UX-Experten kann ich eben Fehlentwicklungen vermeiden. Es ist zum Beispiel bekannt, dass wenn ich einen Fehler auf einem Papierprototypen erkenne, kostet mich das 1 Euro, das zu ändern. Merke ich das später in einem ersten richtigen HTML-Prototypen, kostet mich vielleicht 10 Euro. Merke ich das später im fertigen Produkt, sind schon 100 Euro. Also wir sehen, wir können das sehr, sehr früh einsparen. Und gerade auch um dieses gemeinsame Verständnis, diese gemeinsame Vision vom Produkt zu schaffen und diesen Mehrwert, dass wir wirklich was bauen, was der Anwender bedienen möchte, weil wir ihn mit ins Boot holen und mit einbeziehen in die Entwicklung, ist da ganz wichtig, um auch ihm später die Frustration beim Anwender zu sinken. Und ich glaube, es ist auch eine enorme Produktivitätssteigerung. Je schneller der seine Aufgaben und je einfacher er sie bedienen kann oder meistern kann, umso mehr spart man sich auch später ein. Und das ist ein Punkt, den sehen leider noch nicht so viele, der aber auch wirklich immens sein kann. Also spannende Frage, und aus der Erfahrung muss man sagen, man muss für dieses Thema Benutzeroberflächen, Usability immer noch sehr, sehr viel Akzeptanzarbeit als Designer und Sensibilisierung leisten. Das ist immer noch so, und natürlich, dann kommt man in eine Firma und dann sagen die Geschäftsführer, ja, unsere Software läuft doch, ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so schlecht irgendwie ist. Und dann fragen Sie mal diesen Geschäftsführer, haben Sie zum Beispiel Usability-Kennzahlen entwickelt? Wissen Sie, wie viele Nutzer ihre Hauptaufgaben erledigen können mit der Software? Wie lange brauchen die für diese Hauptaufgaben? Brauchen die 10 Minuten, brauchen die 20 Minuten? Wie sind die Klickpfade? Und dann ist plötzlich Ruhe. Und es heißt dann, nee, haben wir noch nie gemacht. Und dann ist natürlich diese subjektive Einschätzung, die der Geschäftsführer da vielleicht hatte, weil er denkt, die Software ist toll, ist bewiesen, dass das eigentlich nur Quatsch ist. Und das muss man so ein bisschen auflösen. Und ist einfach der wichtigste Punkt, die Leute, die Nutzer, die wollen einmal ein schön ansprechendes Interface sehen. Das muss überzeugen. Ja, die Leute sind oberflächlich. Gibt es auch so einen tollen Begriff oder Effekt in der Psychologie, Aesthetic Usability Effekt. Und wenn die Leute nicht direkt schon was Schönes Visuelles haben, sind die weg. Diese Zeiten, dass man Software verkauft, weil man 100 oder 1000 Funktionen mehr hat als der Konkurrent, das ist im realen Markt längst vorbei. Die Leute sind einfache, gut aussehende Apps im Consumer-Umfeld gewöhnt. Und das muss halt, wie eben auch schon gesagt, in den businessrelevanten Softwarebereichen genauso sein. Nehmen wir jetzt mal an, also wenn ich jetzt persönlich ein UI bauen würde, dann müsste ich mich definitiv mal damit befassen, weil wenn ich UIs baue, dann hat es da 3 Knöpfe und 4 Felder und das ist wahrscheinlich noch miteinander verschoben, es ist wahrscheinlich weiß und schwarz und es ist eine Schande, es anzusehen. Wenn ich jetzt das lernen möchte, wie kann ich das lernen, wie man schöne UIs baut und wie das alles oder überhaupt UIs? Genau, also ich glaube, da gehört schon einiges dazu. Wie du eben sagst, das kann man nicht jetzt einfach on the fly. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt Zertifizierungsprüfungen, die man machen kann. Habe ich zum Beispiel auch eine gemacht in Richtung Usability, wo man einfach erstmal die Gestaltungsgesetze lernt, also zum Beispiel Gesetz der Nähe etc. Wenn man lernt, wie kann man sinnvoll Oberflächen aufbauen, welche Evaluierungsmethoden gibt es und dann eben auch Methoden, die noch vor dem Design stattfinden. Eigentlich ist gerade das Umsetzen von Oberflächen gar nicht der größte Punkt im User Experience Design, sondern wirklich die ganze Vorarbeit. Ich muss meine Zielgruppe kennenlernen, wer braucht meine Software, in welchem Umfeld. Ich muss die Requirements herausfinden, welche Features braucht denn mein Nutzer wirklich und das immer wieder evaluieren. Und dann ist eigentlich das Gestalten von Oberflächen gar nicht mehr so der größte Bestandteil.
glaube, wichtig ist es, auch dieses Verständnis zu entwickeln, was davor nötig ist. Und ich denke, dafür gibt es schon auch Schulungen, wo man das lernen kann. Genau. Genau, Schulungen sind ein wesentlicher Faktor. Was natürlich noch besser ist, wenn man vielleicht jetzt auch ein bisschen jünger ist oder die Zeit dazu hat, ist zum Beispiel ein Studium der Medieninformatik. Da können Sie relativ gut einsteigen. Das ist ein sehr breit gefächertes Studienfach, sehr interdisziplinär, und viele lernen da Programmieren, aber haben dann meistens so im Hauptsemester den Schwerpunkt Design. Und da hat man diese ganzen Grundlagen, Mensch-Computer-Interaktion, der Umgang mit Nutzern, Nutzeranalyse, die ganzen Research-Tools, auch dieses Absinken oder das Lernen von der Kognitionswissenschaft, was ja alles da irgendwo eine Rolle spielt. Also das ist ein guter Weg und das kann man auch in Deutschland gut beobachten. Der Studiengang hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, wird mittlerweile auch an jeder großen FH oder Uni gelernt, und die meisten Leute, die wirklich im seriösen UX-Design-Bereich unterwegs sind, haben eigentlich irgendwo die Wurzeln in der Medieninformatik. Das wäre ein guter erster Anlaufpunkt aus meiner Sicht. Wenn ihr jetzt so etwas überlegt, was ihr alles schon gesehen habt, vielleicht auch was es jetzt so gibt an bekannten Lösungen, auch vielleicht im Internet, welche sind euch aufgefallen, dass sie euch besonders gefallen oder besonders intelligent gebaut sind? Wisst ihr, kommt ihr da was in den Sinn? Ja, ich möchte nicht die Negativbeispiele, weil ich möchte... Genau, da gibt es einige bei Negativbeispielen. Mit Positivbeispielen tue ich mich jetzt gerade schwer. Fällt dir was ein, David? Ja gut, auf unserer Webseite, alle Designs, die wir so machen, das fällt mir natürlich spontan direkt ein, was wir für unsere Kunden erarbeiten. Was ich aber jetzt zum Beispiel ganz persönlich sehr schätze und auch sehr mag vom UI-Design, auch mit der Sicht des Profis, sind eigentlich viele Benutzerschnittstellen oder Apps, die eigentlich von Apple kommen. Also da kann man sich immer eine Scheibe abschneiden irgendwo. Da sind viele Dinge im Betriebssystem Mac OS X sehr, sehr schön gelöst. Teilweise wirklich auch besser als unter Windows, muss man manchmal so sagen. Und das ist immer eigentlich eine ganz gute Inspirationsquelle. Was haltet ihr von dem Material Design bei Google? Weil da gibt es jetzt auch immer mehr nicht nur mobile Anwendungen, die sich daran orientieren. Also ich weiß selber, bei einem Bankenprojekt, das ich vor einiger Zeit begleitet habe, dass da jetzt auch deren Intranet und ihre Web-Applikationen sich auch daran orientieren. Habt ihr da auch Erfahrungen oder was haltet ihr davon? Genau, also ich habe im Business-Umfeld auch schon Applikationen nach Material Design umgesetzt. Was da aber, denke ich, ganz wichtig ist, man muss sich ja ein bisschen eine Kombination aussuchen. Also ich finde, das ganz reine Material Design, wie es Google vorschreibt, funktioniert nicht an allen Stellen. Ich glaube, man muss da ein paar Abwandlungen für sich finden. Was ich zum Beispiel da nicht so toll finde, es wird oft vorgeschrieben, dass in Buttons der Text immer groß geschrieben sein muss. Und gerade im Deutschen, wir kennen es, abschließen, wenn du irgendwo ein Scharf-S hast oder ein ganz langes Wort, es funktioniert bei uns einfach in der Form nicht. Und da muss man, denke ich, ein bisschen nachjustieren. Aber an sich vom Konzept her finde ich es eigentlich ganz gut. Diese Kombination des Flat-Designs, aber mit Hervorhebung gewisser UI-Elemente. Also ich kann sagen, aktuell die Nachfrage in unseren Projekten, was so das UI-Design, das Visuelle angeht, ist 90% Flat-Design beziehungsweise die Kombi Flat- und Material-Design. Und ich finde, Google hat da einen guten Job gemacht. Da gibt es sehr umfangreiche Guidelines, was sie im Netz haben. Da kann man sich immer inspirieren. Das geben wir auch immer gerne mal als Tipps an irgendwelche Entwicklerteams. Guckt mal rein, da steht genau drin, wie ihr einen Dialog oder einen Button zu nutzen habt. Und die Idee, dass man da auch diese Animationen reinbringt, Physics und so weiter, finde ich ganz, ganz nett. Klar, man muss da ein paar Abstriche machen, wie Nina schon gesagt hatte. Man kann da nicht alles 1:1 übernehmen. Aber wenn man ein geübter visueller Designer ist, dann kann man damit spielen. Ja? Da kann man auch ruhig mal mit Hill-Design die Schatten nutzen, Elemente mit Schatten hervorheben, aber vielleicht trotzdem irgendwo im Kopfbereich für das Branding im Farbverlauf reinbringen. Ja, das ist natürlich per se theoretisch nicht erlaubt, aber die Mischkombinationen sind sehr, sehr spannend und das machen wir auch sehr häufig. Ihr selbst habt ja jetzt auch noch einen Vortrag hier an der DWX. Findet ihr, der war schon oder ist der noch? Also mein Vortrag mit meiner Kollegin der Ulrike Schinnweis zusammen, der war tatsächlich schon. Der war heute vor dem Mittagessen. Genau, da haben wir die verschiedenen UX-Methoden, also die man anwenden kann, um eben seine Nutzer besser kennenzulernen und ins Boot zu holen, genau, vorgestellt. Und ja, war ganz gut besucht, waren ganz happy, dass doch so viele Developer auch Interesse an dem Thema haben. Das war klasse zu sehen. Ja, mich riesig gefreut. Genau, also ich bin hier so ein bisschen aktiv im Advisory Board von der DWX. Das heißt, ich bringe mich ein, was die Gestaltung von dieser Konferenz und dem Programm angeht. Und
Wir haben eigentlich angefangen in den letzten Jahren wirklich versucht, so ein UX- und UI-Track aufzubauen. Das heißt, am Mittwoch gibt es nochmal einen eigenen Themenbereich, wo 5 Vorträge dann zusammengestellt sind, die sich nur um dieses Thema drehen und darauf spezialisiert sind. Und da bin ich auch ganz stolz, dass das immer mehr Verbreitung hier findet, weil es uns einfach wichtig war. Und es zeigt auch, wie wichtig es einfach bei den Entwicklern ist, da mehr Wissen und Grundlagen zu schaffen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Designkonferenz, wo sie dann fachkundige, erfahrene Designer haben. Aber diese Sensibilisierung für das Thema ist unheimlich wichtig. Man muss in Deutschland einiges noch nachholen. Und das trägt natürlich dazu bei. Und erster Vortrag von uns ist dann am Mittwoch. Da geht es ein bisschen Grundlagen, Mensch-Computer-Interaktion, auch sehr in die Richtung Psychologie, wie viel dahinter steckt und was man da alles machen kann. Und dann gibt es spannende Vorträge über Designbereich, den User-Centered Design Lifecycle, Personas und zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, das Testen. Ja, wie kann man wirklich eine Designhypothese, ein Konzept evaluieren mit Nutzern, Fokusgruppe oder irgendwelche Usability-Tests? Klingt gut. Im Prinzip sind wir schon bald am Ende. Ist die Frage, ob ihr noch irgendwie etwas zum Schluss noch quasi sagen möchtet? Genau, also ich habe ja gehört, Night Hacking, alles sehr, sehr Java-lastig, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist. Und also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der in der Softwareentwicklung unterwegs ist und ein cooles Produkt auf den Markt bringen will. Es bringt ihnen eigentlich nichts, wenn sie eine tolle Architektur haben, Java Enterprise nutzen oder was auch immer und sie stecken da so viel rein und die Benutzeroberfläche sieht schlecht aus. Die Leute sind dann weg, das UI ist das Gesicht der Anwendung und das muss halt auch passen. Kann ich noch eine Kleinigkeit sagen und ich glaube, die verwenden auch, machen da auch von dem Material Design Gebrauch, weil nicht nur die Oracle Cloud selber, sondern auch zum Beispiel das Oracle JavaScript-Framework, JET heißt das, glaube ich, die orientieren sich hier sehr stark und das wird meines Wissens, also in WebLogic, allerdings verwenden wir jetzt eine ältere Version, habe ich es noch nicht gesehen, aber zumindest bei der Oracle Cloud soll das eigentlich auch alles ziemlich konsequent umgesetzt sein. Das heißt, die machen da von solchen UX-Erfahrungen auch Gebrauch, nicht nur in ihren Open-Source-Produkten, sondern auch in den kommerziellen Produkten und in der Cloud. Ja, und das ist halt cool, wenn die das auch vorleben und da gab es ja auch schon Zeiten, wo es bei Oracle mit dem UI nicht so prickelnd ausgesehen hat, Oracle Forms und so weiter. Und das färbt natürlich dann auch auf die Entwicklergemeinschaft oft. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein Plus. Die Nutzer arbeiten mit ihrer Software 8 Stunden, 12 Stunden. Die wollen danach, dass man keine Kopfschmerzen hat und dass sie trotzdem ohne Frust die Aufgaben erledigen können. Und ich denke, da kann man einiges noch tun. Ja. Dann danke ich vielmals, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und euch einen schönen Abend. Vielen Dank, gleichfalls. Ja.